und der Versuch, nicht all meine Weihnachtsgeschenke aufzuessen. Erledigt. Die Ortpfoten werden ihre Weihnachtsgeschenke lieben. Ich brauche nur noch etwas Schönes, womit ich sie einpacken kann. Perfekt. Da, 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 da. Tiddly. Du bist das schönste Einpackpapier, das ich je gesehen habe. Oh, meh. Das ist nicht schön. Oh, es juckt. Es juckt. Oh. Ich verstehe nicht, warum du mich nicht einfach hochfliegen lässt. Weil wir es auf diese Weise gemeinsam machen können. Hey du, wir kennen uns bereits. Artstethoskop. Halb Schwein, halb Pudel. Diese Artpfote ist unsere Freundin, Schweidel. Ich bin überrascht, dass du mich überhaupt erkennen kannst. Oh, ich bin ein Monster. Oh. Igitt, ich sage es nur ungern, Schweidel, aber ich glaube, du hast Flöhe. Was? Das ist unmöglich. Flöhe leben auf Katzen und Hunden. Oh, oh. Stimmt. Ich fürchte, sie leben auch im Wald. Aber keine Sorge, ich habe in der Ortklinik genau das, was du brauchst. Nova, hol bitte die Ortkapsel. Ich mach das schon. Ich bin ein Katzhorn. Ein flohfreies Katzhorn. Eine Ortpfote in Not. Macht euch bereit. Das ist ein Job für... Silly, die Ärztin für Ortpfoten. Warum passieren guten Schweideln nur so schlechte Dinge? Oh, sie schaut so traurig aus. Ich werde sie in den Arm nehmen. Nein, wirst du nicht. Ich muss die Ortpfote umarmen. Ich fürchte, Nova hat recht. Ihr zwei müsst Abstand halten. Flöhe können sehr weit springen. Ich weiß, dass das schwierig ist. Aber du darfst dich auf keinen Fall kratzen. Ja, natürlich, klar. Ich kratze mich nicht selbst. Der Mistelzweig macht es. Das zählt auch als Kratzen. Was du wirklich brauchst, ist das. Anti-Floh-Shampoo. Shampoo? Ich liebe Shampoo. Dann halte still und... Ich kann nicht. Entschuldige. Pass auf, Schweide. Es ist Zeit, wuff, wegzurennen. Oh, wow. Das ist das perfekte Einpackpapier. Das ist meine Chance. Und fertig. Wie was? Du bist schon fertig? Ich bin die Flöhe los? Aha. Oh, endlich keine Flöhe mehr. Rox, Nova, ihr könnt jetzt runterkommen. Also, Billy, wegen dieser Ortverbände? Nimm so viele du willst. Danke. Ich gehe jetzt besser. Die Weihnachtsgeschenke verpacken sich nicht von alleine.
Wir werden jede Art Pfote retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Nein, da oben ist nichts. Mein Magen ist so leer. Ich bin so hungrig. Ich wünschte, ich hätte ein Honig. Jackpot. Wow, ein Papagei. Halb Bär, halb Papagei und halb Bienenstock. Brauchst du Hilfe? Oh, Verzeihung vielmals. Ich wollte sie nicht stechen. Jedoch muss ich Sie bitten, diesen Bienenstock zurückzugeben. Er ist unser Zuhause. Keine Sorge, schon dabei. Billy, bitte kommen. Hier ist deine Ortpfote in Not. Ich höre dich laut und deutlich, Nova. Was ist passiert? Wir haben hier einen Papagei mit einem Bienenstich und einem Bienenstock auf dem Kopf. Oh je, verstanden, Nova. Wir sind auf dem Weg. Eine Ortpfote in Not. Macht euch bereit. Das ist ein Job für... Billy, die Ärztin für Ortpfoten. Ortstethoskop. Halb Bär, halb Papagei. Diese Ortpfote ist unser Freund Papagei. Keine Sorge, Kumpel. Wir holen dich da im Handumdrehen raus. Ja. Was auch immer du meinst. Hier hinein. In die Ortambulanz. Bitte bringt ihn in einem Stück zurück. Die anderen Bienen wären sehr entzürnt, wenn ihr zu Hause beschädigt würde. Keine Sorge, wir sind bald zurück. Okay, herein mit dem ortpfoten Patienten. Ich habe mich eigentlich nicht zum Sport angemeldet. Okay, zuallererst brauchen wir einen Klecks Wundsalbe für diesen Bienenstich. Oh, schon dabei. Sie hat Klecks gesagt, Drox. So, schon besser? Oh, viel besser. Und jetzt der kniffligere Teil. Den Bienenstock vom Kopf ziehen. Ja, der sitzt wirklich sehr fest. Wir müssen super vorsichtig sein, damit wir den Bienenstock nicht beschädigen. Es bringt nichts. Der Honig ist zu klebrig. Und zu lecker. Rox, du sabberst überall hin. Schon wieder. Moment. Das ist es. Wir müssen ihn zum Sabbern bringen. Dann wird der Bienenstock runterrutschen. Weißt du, mit diesem Honig könnten wir leckere Pfannkuchen machen. Pfannkuchen? Und mit Honig glasierte Karotten? Mit Honig glasierte Karotten? Und einen großen Honigwaben-Bananasplit-Eisbecher. Oh, Bananasplit-Eisbecher? Ja. Oh, und Spaghetti mit Honig obendrauf. Es funktioniert! Es funktioniert! Ich ziehe jetzt den glitschigen Bienenstock ab. Geschafft! Endlich frei! Wo sind jetzt die mit Honig glasierten Karotten? Hier ist der Bienenkönigin. Fast wie neu und ohne einen Papagei darin. Entzückend. Die anderen Bienen werden sehr erfreut sein. Und das hier ist für Sie. Ihr eigenes Glas Honig, falls Sie wieder einmal etwas hungrig sind. Hunger.
danke, Eure königliche Hoheit. Entschuldigung für das Chaos. Und euch vielen Dank, Freunde. Ihr habt mir wirklich geholfen. Wir werden jede Art Futter retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Hey, Leute. Könnt ihr mir helfen? Ha, ha, Jay! Ich glaube, ich habe mich erkältet. Was für ein hüpftakulärer Tag. Wir springen in der Stampfe. Oh, zum Frosch noch mal. Puh, es wird definitiv kälter. Was? Deine Füße werden käsiger? Oh, also das ist nicht so springtastisch. Hatschi! Das ist Billy, die Ärztin für Ottpfoten. Stopp, ich bin hier unten. Was war das? Oh, tut mir leid, wenn ich das Trötniesen habe. Dann so richtig. Ich werde dich nur schnell mit meinem Ortsstethoskop scannen. Halb Elefant, halb Frosch. Diese Ortpfote ist ein Profant. Ich liebe deine Nase. Sie ist sogar noch größer als meine. Oh, du Arme. Du hast definitiv Schnupfen. Komm mit uns zur Klinik und wir werden dafür sorgen, dass es dir bald besser geht. Ich hole die Ortkapsel. Oder du steigst einfach alleine ein. Eine Ortpfote in Not. Macht euch bereit. Das ist ein Job für... Billy, die Ärztin für Ortpfoten. Ich werde nur deine Temperatur messen. Weit aufmachen. Hohe Temperatur, rote Nase, super lautes Trötniesen, das sind die Anzeichen von Bazillen. Cool! Widerlich! Diese Dinge, diese Bazillen, völlig unsichtbar. Und es braucht nicht viel, damit sie sich verbreiten. Verbreiten? Wie? Sie verbreiten sich. Genau so. Richtig, wir müssen schnell handeln, bevor unsere Freundin Frofant diesen Ort in eine riesige Keimzentrale verwandelt. Rox, Nova, ihr seid mein Klinikputzteam. Nehmt das und sprüht es auf alle Oberflächen. Damit werden wir diese riesen Bazillen los. Alles klar. Machen wir daraus ein Spiel. Wer die meisten Bazillen erwischt, gewinnt. Oh, oder wer zuerst sein Spray aufbraucht. Oder Verstecken spielen. Ah, ich liebe Verstecken spielen. Für dieses super starke Trötniesen braucht man eine super starke Medizin. Was ist das? Das ist ein Nasenspray. Das kommt in deine Nase. In meine Nase? In ihre Nase? Sei mutig, Frofant. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will, Billy. Keine Sorge, es ist vollkommen ungefährlich. Einfach entspannen und... Entspannen und springen. Ha, das wolltest du sagen, oder? Okay, wenn du das möchtest. Springen? Nein, Frofan, komm zurück. Okay, ich weiß, dass es ein bisschen beängstigend ist, etwas zu tun, was man noch nie gemacht hat. Aber es wird nicht wehtun. Schau. Das schaut nicht so schlimm aus. Einverstanden. Machen wir es. 3, 2, 1 und... So, das war doch gar nicht so schlimm, oder? Überhaupt nicht. Es hat nur ein bisschen gekitzelt.
Quack! Und wir haben alles fertig geputzt! Vielen Dank, Billy! Ich fühle mich wieder springtastisch! Dann ist ja alles gut und niemand braucht Rox irgendwas in die Nase zu sprühen. Oh, oh. Komm schon, Rox. Das schaffst du. Oh nein. Wir werden jeder Ort Futter retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Billy, die Ärztin zur Ortfutter. Das ist perfekt. Könnt ihr auch alles sehen? Da drüben werden wir die Sterne beobachten. Unsere Snacks essen wir hier. In diesem Bereich werden wir spielen. Dort drüben werden wir singen. Und unser Geschäft erledigen wir dort. Und das Allerbeste, hier werden wir die Marshmallows grillen. Was denkt ihr? Wir lieben es. Wir lieben es. Das wird die beste Übernachtungsparty aller Zeiten. Bitte zurücktreten. Gleich wird es ordentlich heiß. Oh. Oh. Oh, lasst mich euch zeigen, wie man am besten Marshmallows grillt. Das Feuer ist heiß. Du wirst dich verbrennen. Pass auf, Drase. Du bist zu nah am Feuer. Oho. Noch einen? Also eigentlich? Pass auf. Ja. Oh nein. Ja. Oh oh, Billy. Ich habe einen lauten Schrei aus den Ortwäldern gehört. Ich schau mal nach. Ein lauter Schrei? Oh nein. Bitte sende mir deinen Standort. Eine Ortbote in Not. Macht euch bereit. Das ist ein Job für... Billy, die Ärztin zur Ortbote. Geht es allen gut? Nicht wirklich. Unser Freund hat sich seine Pfoten verbrannt. Er war zu nah am Feuer. Keine Sorge. Billy, die Ärztin für Ortpfoten, ist auf dem Weg. Sie kann helfen. Und da ist sie. Wir kennen uns bereits. Ortstethoskop. Halb Hase, halb Drache. Dieser Ortpfote ist unser Freund. Drase. Und es sieht so aus, als hattest du einen kleinen Unfall. Ich habe das Marshmallow-Feuer für unsere Übernachtung gemacht und ich war zu nah dran. Ich fürchte, diese Verbrennungen sehen ernst aus. Wir müssen sie in der Klinik behandeln. Aber, unsere Übernachtung! Du solltest mit Billy gehen, Drase. Deine Pfoten sind jetzt das Wichtigste. Na gut, aber wartet auf mich. Ich bin gleich wieder da, nachdem mich Billy behandelt hat. Vorsichtig, Team. Verbrennungen können sehr empfindlich sein. Okay, mal sehen, was uns der Scanner sagt. Wie ich befürchtet hatte, du hast 4 verbrannte Pfoten, die behandelt werden müssen. Nur 4? Nun, ich habe 1, 2, 3, 4. Zuallererst müssen wir die Verbrennungen kühlen. Kannst du noch fliegen? Aha. Bitte hier entlang. Ich nehme an, du hast dafür eine superschnelle Kühlvorrichtung? Naja, ich denke, ein Waschbecken ist so eine Art Vorrichtung. Ein bisschen kaltes Wasser auf jeder Pfote wird kühlen. Ja, wenn du einen Feuerwehrschlauch hättest, können wir alle Pfoten gleichzeitig kühlen. Rox, kannst du seine Pfoten vorsichtig trocknen, während ich eine Heilsalbe und einen Verband hole? Überlass das dem Websaurier! Du hast es wirklich sehr eilig, wieder zur Übernachtung zu kommen. Es ist, es ist meine allererste Übernachtung. Diese Salbe hilft bei der Heilung. Aber ich fürchte, du musst die Pfoten für den Rest der Nacht schonen. Die ganze Nacht? Aber meine Übernachtung!
Keine Sorge, Drase. Wir werden dir Gesellschaft leisten. Nicht wahr, Team? Team? Hey, wo sind sie hin? Du wirst dich besser fühlen, wenn du nach oben in den Genesungsraum kommst. Wahrscheinlich. Hä? Oh, hier hat sich mein Team also versteckt. Wir dachten, wenn Drase nicht zu seiner Übernachtungsparty kommen kann, dann kommt die Übernachtungsparty zu ihm. Ohne das, Lagerfeuer natürlich. Vielen Dank. Oh, und ihr seid alle eingeladen. Es wird die beste Übernachtungsparty aller Zeiten. Wir werden jede Art Pfote retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man retten. Billy, die Ärztin für Artpfoten. So schön. So viel Stil. Solch eine Anmut. Schade, dass ich hier keine Freunde habe, die mein tolles Aussehen zu schätzen wissen. Besonders am Tag der Freundschaft. Oder vielleicht doch. Ha, so. Du bist der zweitschönste Shingo in der Herde. Warte. Zwei zählen nicht als eine Herde. Das werden wir ändern. Das ist eine Augenweide. Autsch. Ich bin mit Splittern übersät. Autsch. Und ich sehe fürchterlich aus. Nein. Nanu, das klingt nicht gut. Ist hier alles okay? Alles andere als okay. Ich sehe schrecklich aus. Verstanden, Nova. Wir sind auf dem Weg. Box. Box? Alles Liebe zum Tag der Freundschaft, Billy. Alles Liebe zum Tag der Freundschaft, Rox. Aber wir müssen los. Eine Ortpfote braucht unsere Hilfe. Eine Ortpfote in Not. Macht euch bereit. Das ist ein Job für... Billy, die Ärztin zur Ortpfote. Diese Art Foto braucht mehr Platz. Die Ortambulanz ist genau richtig. Billy, du musst mir helfen. Es ist ein stacheliger, klebriger, stylischer Notfall. Wir kennen diese Art Foto bereits. Ortstethoskop. Halb Flamingo, halb Schaf. Diese Art Foto ist unser Freund, Shingo. Keine Sorge, Shingo. Du wirst in 0, nichts sauber und splitterfrei sein. Team, lasst uns unseren langbeinigen Freund in die Ortambulanz bringen und ab in die Klinik. Hier entlang, bitte. Es ist dieser Rox. Oh, hier entlang, bitte. Ich bin bald wieder zurück, meine Shingo-Freunde. Gesund und schöner denn je. Oh, ich habe meinen eigenen Laufsteg. Lächeln für die Kameras. Das bin nicht ich. Sag, dass das nicht ich bin. Ist schon gut, Shingo. Wir hatten schon schlimmere Ortpfoten in dieser Klinik. Du bist in guten Händen. Ich vertraue dir. Aber zuerst müssen wir diese Splitter entfernen. Nova? Das mache ich. Ich bin ein Katzhorn. Jetzt musst du ganz, ganz still halten. Ich kann nichts versprechen. Du machst das prima. Und... geschafft! Nun, das war nicht so schlimm. Es brennt, es brennt. Es tut mir leid. Diese Wundreinigung wird helfen, es sauber zu halten und schneller zu heilen. Schon gut. Ich bin ein starker Shingo. Tief einatmen. Komm schon, du schaffst das. Wenn du jetzt in unseren Salon gehen möchtest, Rox und Nova werden deine Wolle waschen. Ich sehe, wir verstehen uns.
Nein. Nein. Auf keinen Fall. Ha! Ich sehe umwerfend aus. Vielen Dank. Ich kann es nicht erwarten, es den Baumschingus zu zeigen. Warum hast du eigentlich diese Baumschingus gemacht? Naja, es ist Tag der Freundschaft. Und ich habe keine Shingo-Freunde. Also habe ich welche gemacht. Du musst nicht nur mit Shingos befreundet sein, weißt du? Du hast hier genau 3 Freunde. Und wir mögen dich viel mehr als diese paar Bäume. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist der allerbeste Tag der Freundschaft. Ich habe etwas vergessen. Das ist für dich. Wir werden jede Art Pfote retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Billy, die Ärztin für Artpfoten. 3, 2, 1. Los geht's. Ha? Wenn ihr auf das Feuerwerk wartet, dann habt ihr Pech gehabt. Viel zu laut und störend für meinen Park. Also habe ich es verbannt. Melinda, wenn du das Feuerwerk verbannt hast, was ist das? Feuerwerk! Juhu! Rau! Nein, 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 nicht dort! Nein, nein, nein! Los, Team! Eine Ortpfote braucht unsere Hilfe! Besonders, wenn Melinda ihn vor uns findet. Eine Ortpfote in Not. Macht euch bereit. Das ist ein Job für... Billy, die Ärztin zur Ortpfote. Was für ein Chaos! Wer ist dafür verantwortlich? Vielleicht können wir helfen, aufzuräumen. Wirklich? Das würdet ihr machen? Ja. Überlass das dem Welpsaurier. Ich mache das. Ich bin ein Katzhorn. Billy, schau. Warum teilen wir uns nicht auf, damit es schneller geht? Rox, du hilfst Melinda da. Drüben. Während Nova und ich bei der Steinwand beginnen. Aus keinem besonderen Grund. Sind das Worte, die ihr sagt? Ich glaube, wir müssen ganz nah heran, um diese winzige Ortpfote zu verstehen. Lass mich los, Wand! Ich warne dich! Ich werde dich rammen! Wow, wow, wow! Kein Ramm, kleiner Freund. Wir sind hier, um dir zu helfen. Aber zuerst... Ortsstethoskop. Halb Nashorn, halb Hamster. Diese Ortpfote ist ein Hammhorn. Mal sehen, wie wir dich aus diesem Schlamassel befreien können. Ich versuche vorsichtig zu ziehen. Sag mir, wenn es weh tut. Etwas nach links. Jetzt etwas nach rechts. Jetzt. Was war das? Oh, nichts. Ich habe mich nur am Zeh gestoßen. Au! Wo war ich? Ah, ja, ein bisschen nach links. Okay, wie ich sehe, ist das Horn besonders empfindlich. Wenn wir nur eine Möglichkeit hätten, den Putz drumherum zu lockern. Vielleicht kann ich seinem Horn mit meinem Horn helfen. Super Idee, Nova. Hab dich. Diese Wand hat wirklich Glück. Ich würde sie gerade rammen. Gut, ich denke, wir sollten dich in die Klinik bringen, um nach deinem Horn zu sehen. Ich hole eine Ortkapsel. Und wir sollten dir eine Schiene anlegen für einen sicheren Transport. Aha. Diese Schiene wird dein verletztes Horn fixieren. Fertig. Wie fühlt es sich an? Ich würde es am liebsten rammen. Ah. Rein mit dir. Oh, hi Melinda. Wir wollten kurz zurück in die Klinik für ein paar Reinigungsmittel. Okay, aber beeilt euch. Es gibt viel zu tun. Kein Wunder, dass du alles rammen willst, Hammhorn. Du hast ein gebrochenes Horn. Du brauchst einen Gips. Einen Gips? Das klingt schmerzhaft.
Auf keinen Fall. Naja, vielleicht kannst du dich währenddessen auf etwas anderes konzentrieren. Oh, warum erzählst du uns nicht, wie du in dieser Wand stecken geblieben bist? Nun, ich war in den Ottwäldern unterwegs, als ich auf eine Holzkiste am Straßenrand stieß. Ich war gerade dabei, sie zu rammen, als ich es sah. Das perfekte Holz für meinen Bau. Ich habe versucht, es herauszuziehen, aber es ließ sich nicht bewegen. Deshalb wollte ich es... Ich habe alles versucht. Aber letztlich half nichts außer es... Samen? Genau! Oh, das fühlt sich gut an. Danke! Wir werden jeder Ort Futter retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Sorge, Avery. Nur ein kleiner Kratzer. Hier, nimm etwas von dieser Schmerzsalbe. Das ist viel besser. Und sie wird aus der Aloe Vera Pflanze hergestellt. Siehst du, die Natur ist gar nicht so schlecht. Hm? Eine Pflanze? Naja. Vertraue uns. Du findest hier draußen nur Ortpfoten und sie sind alle super lieb. Ich glaube, sie sind alle Außerirdische, die sich nur als Ortpfoten ausgeben und darauf warten, die Weltherrschaft zu übernehmen. Ein Außerirdischer! Schon okay, Avery. Das ist kein Außerirdischer. Wir kennen uns bereits. Ortstethoskop. Halb Elefant, halb Frosch. Diese Art Pfote ist unsere Freundin, Profant. Du Arme, woher hast du all diese Punkte? Nun, ich wollte gerade meinen täglichen Spaziergang machen, als ich eine köstlich aussehende Blüte hoch oben in den Bäumen sah. Ich hüpfte so hoch, wie meine kleinen Froschbeine hüpfen konnten. Aber ich habe irgendwie vergessen, wie schwer ich als halber Elefant bin. Irgendwie bin ich in ein paar Brennnesseln gefallen. Und jetzt juckt es mich wie verrückt. Es scheint, als hätten diese Brennnesseln eine allergische Reaktion bei dir ausgelöst. Wir bringen dich besser in die Klinik. Ich stimme zu. Rein, gute Idee. Deine Ohrkapsel erwartet dich. Danke. Passe ich rein? Eine Ortpfote in Not. Macht euch bereit. Das ist ein Job für... Billy, die Ärztin zur Ortpfote. Wir führen eine kurze Untersuchung durch. Wir werden dir zeigen, dass diese kleinen Kreaturen nicht gruselig sind. Rox, kannst du ihre Temperatur messen? Überlass das dem Websaurier. Temperatur ist normal. Nur ein kleiner Trötenniesfall. Kein Grund zur Sorge. Nova, warum schaust du dir nicht mit der Lupe die Punkte genauer an? Ich kümmere mich darum. Ich bin ein Katzhorn. Miau. Vertrau mir. Wenn du sie aus der Nähe siehst, sind sie eigentlich gar nicht so schlimm. Also das war schon etwas gruselig. Alles okay, Avery? Avery? Können wir wirklich sicher sein, dass sie kein Außerirdischer ist? Das sieht definitiv nach einer allergischen Reaktion aus. Ich glaube, du brauchst auch etwas von meiner speziellen Aloe Vera Salbe. Sie wird aus dieser Pflanze hergestellt. Oh nein, bitte keine Pflanzen mehr. Nicht nach dem, was diese Brennnessel mir angetan haben. Ich traue ihnen nicht. Hallo? Kein Besuch, bitte. Billy hat recht.
Es gibt Pflanzen, die dir helfen können. Sie haben mir geholfen. Wirklich? Wow. Ja, ich hatte einen riesigen Kratzer in meinem Arm und Billy hat mir eine Salbe gegeben, die mir geholfen hat. Na gut, aber wenn mir dadurch ein zusätzlicher Kopf wächst, mache ich dich dafür verantwortlich. Du bist dran, Avery. Fertig. Das war doch gar nicht so schlimm, oder? Wow, das Zeug funktioniert wirklich. Jetzt bin ich kein Außerirdischer mehr. Danke, Avery. Ich fühle mich wieder springtastisch. Oh, ich habe gerade einer Ortpfote geholfen. Das hast du wirklich, Avery. Du warst sehr mutig. Vielleicht habe ich keine Angst mehr vor Ortpfoten. Komm raus, mein kleiner Ortpfotenfreund. Ich habe keine Angst vor dir. Könnt ihr mir helfen? Wir werden jeder Ortpfote retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Alles ruhig hier draußen, Billy. Komme für meine Milchpause rein. Sie wartet schon auf dich. Upsi. Warte mit der Milch, Billy. Wir haben hier wohl doch ein Problem. Dankeschön. Billy, was weißt du über sprechende Schildkrötenpanzer? Eine Ortpfote in Not. Macht euch bereit. Das ist ein Job für... Billy, die Ärztin für Ortpfoten. Rox, wir haben eine Schildkrötenente zu entklemmen. Verstehst du, Rox? Ente? Entklemmen? Rox? Oh, wer ist denn dieses kleine, süße Ei? Nova, willst du mir helfen, während Rox auf das Ei aufpasst? Könnte ich. Aber wer passt dann auf Rox auf? Das wird wohl eine Einzelmission. Hallo? Ich heiße Billy und ich bin hier, um zu helfen. Wie heißt du? Shante. Es ist mir eine Ehre, Shante. Darf ich einen Blick in deinen Panzer werfen? Dankeschön. Ortstethoskop. Klingt so, als würdest du wirklich arg feststecken. Geht es dir da drin gut? Mir geht es okay. Ich schäme mich nur. Und sorge mich um mein Ei. Kein Grund, sich zu schämen. So etwas passiert nun mal. Und dein Ei ist in eifrigen Pfoten. Sogar in vier davon. Das Ei, es ist am Schlüpfen. Puh, Fehlalarm. Aber wir bringen dich besser in die Ortklinik und holen dich aus deinem Panzer, bevor dein Baby schlüpft. Sie steckt wirklich total fest. Was meint ihr, Team? Team? Was macht ihr da drin? Okay, Shante. Ich versuche, dich nun herauszuziehen. Versuche, zu entspannen. Tut mir leid, ich höre dich gerade nicht. Aber wir sind fast... Jetzt sehe ich es auch. Keine Sorge, wir bekommen das hin. Dieses Fett sollte es einfacher machen. Und
Das ist schwieriger als gedacht. Darf ich mir diese Feder kurz borgen? Schente, ich werde jetzt etwas Schräges ausprobieren. Vielleicht kann ich dich mit dieser Feder herauskitzeln. Da bist du ja wieder. Es schlüpft! Kuckuck. Ich danke euch allen. Ohne euch hätte ich das Schlüpfen meines Babys verpasst. Wir werden jeder Ort Futter retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Und wir übernehmen sogar Babysitting. Obendrauf ein bisschen Wasser und in 3 Monaten Karotten. Ich weiß, ich würde mir wünschen, dass sie schneller wachsen. Moment mal, das klingt wie eine Art Pfote, die Hilfe braucht. Eine Art Pfote in Not. Macht euch bereit. Das ist ein Job für... Billy, die Ärztin für Artpfoten. Au, au, au. Sie ist ganz in der Nähe. Haltet eure Augen offen. Hallo? Kleines Kerlchen. Wir sind hier, um zu helfen. Halb Hase, halb Drache. Dieser Ortpfote ist dein Drache. Na, wenn du nicht das süßeste springende Feuerbällchen bist. Süß würde ich das nicht nennen. Entschuldige, bitte. Mein Mund ist etwas sensibel im Moment. Und ich sehe auch, warum. Du hast üble Zahnschmerzen. Wie ist das passiert? Ich glaube, es könnte etwas hiermit zu tun haben. Ui, hast du diese Chilischote gegessen? Ich hielt es für eine Karotte. Wie sich herausstellt, ist Chili plus Drachenfeuer gleich super heißer, zahnverbrennender Vulkanatem. Autsch, siehst du? Uff, oh, armes Kerlchen. Ich muss einen genaueren Blick auf diesen Zahn werfen, daher... Niemand schaut sich meinen Zahn an. Aber ich bin ein Tierarzt. Ich kann helfen. Danke, nein. Oh, hallo, Straße? Bin ich. Wo willst du denn hin? Ich auch. Oh, nein, ich komm nicht da. Ich glaube, nun liegt es an mir. Überlass das mir. So, du darfst diese Karotte haben, wenn du mit uns zur Ortklinik kommst und diesen Zahn behandeln lässt. Okay, abgemacht. Ihr habt Glück, dass ich Karotten so sehr mag. Aha, hier ist sie ja. Beruhigende Salbe für alle Zahngrößen. Wir reiben dir nun ein kleines bisschen davon auf das Zahnfleisch. Keine Sorge, wir helfen dir. Du bist also halb Drache, richtig? Genau. Wusstest du, dass Rox halb Dinosaurier ist? Oh, stimmt das?
Bin ich? Ich meine, bin ich. Ich wusste das. Er weiß, wie es ist, große Zähne zu haben. Und wie es sich anfühlt, wenn sie schmerzen. Aber er weiß auch, dass ich die Beste darin bin, das wieder zu heilen. Stimmt's, Rox? Oh, die absolut Beste! Also, was meinst du? Kannst du ein tapferer Hase bzw. Drache sein? Okay, los geht's! Okay, weit aufmachen! So! Das war's schon? Mhm. Ich fühle mich schon besser. Wow, danke euch. Gern geschehen. So, wie war das noch gleich mit der Karotte? Weißt du was? Ich habe eine bessere Idee. Nimm die hier. Das sind Karottensamen. Damit kannst du deine eigenen pflanzen. Und die hier geben dir keinen super heißen Vulkanatem. Wir werden jeder Ort Futter retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Hast du dieses Poltern gehört, Rox? Ich hatte nur Zeit, um zweimal zu frühstücken. Ich bin immer noch hungrig. Nicht dein Bauch. Irgendwas lässt den Boden wackeln. Lecker. Blätter mag ich am liebsten. Siehst du? Ich hab's doch gesagt. Das war nicht dein Bauch. Nein. Aber das schon. Bitte komm. Ich glaube, ich habe eine Orbfote in Not gehört. Kannst du etwas von da oben sehen? Da drüben bei der Klippe ist etwas passiert. Treffen wir uns dort? Wir sind auf dem Weg. Eine Orbfote in Not. Macht euch bereit. Das ist ein Job für... Merkwürdig. Ich bin mir sicher, eine Orbpfote in Not gehört zu haben. Sicher, dass es nicht wieder Rox Magen war. Er liebt seine Leckerli. Darf ich mal probieren? Natürlich. Ein schwebender Kopf. Ach, Rox, was ist... Hallo. Oh. Hallo. Geht's dir gut? Nun, nicht wirklich. Ich habe mich etwas verfangen. Schnell, Nova, Rox, schnappt euch diese Ranke, bevor sie reißt. Ortsstethoskop. Halb Giraffe. Diese Orbpfote ist eine Känguraffe. Au, mein Fuß. Und was jetzt, Billy? Nun, dieser fiese Splitter muss raus. Und wir müssen ein paar Tests machen, um sicherzugehen, dass es ihrem Kopf gut geht. Na los, wir bringen dich erstmal zur Ortklinik. Dort können wir dich ordentlich verarzten. Mit dem Röntgengerät kann ich mir den Kopf der Känguraffe genauer anschauen. Nun,
Zum Glück ist deinem Kopf nichts passiert. Aber eine Sache müssen wir noch tun. Den Splitter mit einer Pinzette herausziehen. Ruhig. Du schaffst das. Ruhig. Sei tapfer. Drei, zwei, geschafft. Ich hab gar nichts gespürt, Billy. Klasse, nun versprich mir nur noch, dass du in Zukunft vorsichtig bist, wo du im Wald lang hüpfst. Mit diesem langen Hals musst du aufpassen. Versprochen. Autschi. Oh. Packen wir etwas Eis auf diese Beule. Und ein Pflaster. Vielleicht solltest du auch den hier benutzen. Wir werden jeder Ort Futter retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Wie geht es meinem Lieblings-Ortpfoten-Team heute? Sehr gut. Bereit fürs Mittagessen, Hakim. Und lass mich raten, du versuchst nicht vor Freude auf den Nachtisch zu tanzen? Du kennst mich! Ich freue mich, dass du deinen Appetit mitgebracht hast, Rox. Denn ich dachte, wir könnten heute mal etwas anderes probieren. Nachtisch zuerst! Nicht ganz. Ich dachte, wir könnten versuchen, bewusst zu essen. Isst man dabei mit seinem Bewusstsein? Denn ich esse lieber mit meinem Mund. Nein, Rox. Bewusst zu essen bedeutet, sich die Zeit zu nehmen, jeden gesunden Bissen zu genießen. Auf diese Weise isst man nicht zu... Entschuldige. Viel. Okay, Rox. Du hast noch einen Versuch. Du kannst das. Ich kann das. Zuerst betrachte ich den Kuchen. Genau. Und dann rieche ich den Kuchen. Sehr gut, Rox. Was riechst du? Brombeere! Brombeere! Mein Kuchen! Oh nein, nicht schon wieder. Schon wieder? Ja, leider. In letzter Zeit verschwinden meine Kuchen oft auf diese Weise. Nun, das ist... Eine Katastrophe! Ich wollte eigentlich seltsam sagen. Eine Ortpfote scheint unsere Hilfe zu benötigen. Eine Ortpfote in Not. Macht euch bereit. Das ist ein Job für... Halte die Augen offen. Es muss irgendwo einen Hinweis geben, der uns hilft, die fehlenden Kuchen zu finden. Halte den Ortbogian! Rox, was machst du? Zuerst betrachtest du den Hinweis. Dann riechst du daran. Dann den Hinweis. Super gemacht, Rox. Kannst du noch mehr finden? Überlass das dem Websaurier. Warte, hast du das gehört? Klingt, als bräuchte jemand Hilfe. Aha, wie ich vermutet habe. Wir kennen ihn. Ortstethoskop. Halb Papagei, halb Bär. Diese Ortpfote ist unser Freund, Papagei. Siehst du ein paar Kuchen? Ich frage für einen Freund. Leider nein, Rox. Keine Kuchen. Jedenfalls nicht draußen. Darf ich deinen Bauch mal abhören? Da drin ist einiges los. Wir sollten zurück in die Klinik fahren, um dich besser untersuchen zu können. Rox! Nein! Wie ich vermutet hatte. Er hat zu viel
Fleisch gegessen und jetzt hat er Bauchweh. Ich habe nur versucht, mich auf einen langen Winterschlaf vorzubereiten. Aber ich habe so viele Kuchen gegessen, dass ich nicht zu meinem Nest fliegen konnte. Keine Sorge, ein Löffel dieser Medizin wird dir helfen, all die Kuchen zu verdauen. Aber noch besser wäre es, vor dem nächsten Winterschlaf ausgewogene, gesunde Nahrung zu essen. Hey, Papagei, was wirst du morgen zum Mittag essen? Zu früh? Ich verstehe. Entschuldige, dass ich die Kuchen gestohlen habe. Ich glaube, der Bär in mir und der Papagei mögen Bären wohl beide etwas zu sehr. Das ist okay. Wir alle übertreiben es manchmal. Keine Sorge, Papagei. Ich zeige dir, wie du mit deinem Bewusstsein isst. Zuerst betrachtest du das Essen. Dann riechst du an dem Essen. Dann... Ich glaube, sie brauchen noch ein paar mehr Kuchen zum Üben. Das stimmt! Wir werden jeder Ort Futter retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten. Oh, wow, das ist unglaublich. Pass auf! Ich kann gar nicht hinsehen. Keine Sorge, Rox. Es war ja nur ein Unfall. Wir brauchen nur den... Guter Junge, Rox. Was würde ich nur ohne dich tun? Wir sollten uns wirklich... um diesen Schluck aufkümmern. Komm mit, Rox. Nora und Billy in der Artklinik. Billy, hallo! 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 Rox, hast du schon wieder das Funkgerät gefressen? Hallo? Es scheint Billy gar nicht ähnlich, dass sie nicht an ihrem Funkgerät ist. Immerhin gibt es keine Probleme zu melden. Moment mal! Hat diese fliegende Artpfote eben geschlafen? Okay? Eine pelzige, gefiederte Artpfote fliegt und schläft. Fliegt und schläft? Zur gleichen Zeit? Naja, tatsächlich eher fallen als fliegen. Schick uns deinen genauen Standort, Nova. Wir sind unterwegs. Eine Artpfote in Not. Macht euch bereit. Das ist ein Job für... Billy, die Ärztin für Artpfoten. Folgen wir diesem Cutthorn. Oh nein, er ist zurück. Haltet durch. Billy wird jeden Moment hier sein. Billy, weiche Gehalt. Das wird nicht gerade lustiger. Lasst uns mal sehen. Halb Papagei, halb Bär. Diese Ortpfote ist ein Papagei. Aber warum fliegt und schläft er? Das ist so gefährlich. Da hast du recht, Rox. Aber der Papagei in ihm will fliegen und der Bär in ihm macht Winterschlaf. Manchmal kommen Ortpfoten etwas durcheinander. Ich weiß, Kumpel. Kannst du ganz tapfer sein, während wir schauen, ob sonst noch etwas wehtut? Seja corajoso.
sag ah. Digga. Mal sehen. Gut gemacht, Papagei. Ich glaube, es ist nur dein Flügel. Ab zurück zur Ortklinik, damit wir uns sicher sein können. Diese Ottpfote kann wirklich fest schlafen. Das stimmt wohl. So was habe ich noch nie gesehen. Stopp! Waren wir uns gerade einig? Sei nicht albern. Der Flügel ist nur geprellt. Ich werde ihn verbinden und ein paar Tage in der Klinik behalten, damit er sich erholen kann. Er schläft wirklich bei A. Hey, ich bin mein Schluckauf endlich los! Danke, Kumpel. Wir werden jede Ortfutter retten. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten.